Willkommen in den 1930er Jahren. Reisen Sie mit uns in einem einzigartigen Filmstreifen in die Kindheitsjahre des regulierten Rheins. Der erste Kameraschwenk führt flussaufwärts in Richtung Quelle, die in den Graubündner Bergen liegt. Gehen wir gleich etwas näher heran. Der Rossbodenstock mit seinen 2800 Metern ist einer der Berge in der Gotthardgruppe, die den Thomassee speisen, die Geburtsstätte des Vorderrheins. Der See liegt in einer Senke und ist nicht sichtbar. Schmelzwasser fließt zu Tale und ein Mädchen übergibt ihm sein Taschentuch und mag sich wundern, wohin es das Wasser treibt. Da hängt es schon zum ersten Mal fest. Das Drehbuch will es, dass es in den naturbelassenen Mastrilser Auen strandet und herausgezogen wird. Das Wasser scheint davon unbeeindruckt und bewegt sich weiter talabwärts. Der Diepoldsauer Durchstich, das Sorgenkind von Anfang an, ist gut 10 Jahre alt. Kaum fertiggestellt, beginnt der Rhein, ausgerechnet in diesem Streckenabschnitt, gefährlich viel Geschiebe anzulanden. Die Erhöhung der Flusssohle war immer schon eine Hauptursache für Überschwemmungen gewesen. Diese unerwartete Fehlentwicklung sollte der Auftragsfilm thematisieren. Die Rheinholzer sind wohl nur filmisches Beiwerk. Zunächst sollte die Auflandung dokumentiert werden. Ein Geometer richtet das Zielfernrohr des Theodolits, das ist ein Winkelmessgerät, auf einen Fixpunkt, nämlich die gegenüberliegende Dammkrone. Inzwischen spannt ein Mitarbeiter 2 Stahlseile über den Fluss. Sodann kommt die Messlatte ins Spiel. Ihre Zahlen sind umgekehrt, werden jedoch von der Optik des Theodolits wieder gerade gerichtet. Der Geometer nimmt die Latte mit ihren Messergebnissen ins Visier und notiert sie. Er kann daraus die aktuelle Sohlentiefe und die Wassertiefe errechnen. Von einem Ruderboot aus wird diese Prozedur alle paar Meter quer über das Flussbett wiederholt. Gemessen wird am Brugger Horn. Die Bootsbesatzung hangelt sich an den Stahlseilen von einem Messpunkt zum anderen. Was die Kamera nicht festhalten konnte, ist der Geschiebetrieb. Für die unentwegt rollenden Steine wurden Fangkörbe ausgelegt und gewogen. Unterstützung kam von der ETH Zürich, an der Professor Meyer-Peter mathematische Formeln für den Geschiebetrieb berechnete. Zu seinen Mitarbeitern zählte ein gewisser Hans Albert Einstein, ein Sohn des berühmten Nobelpreisträgers. Wir sind im Werkhof Diepoldsau mit seinen Werkstätten für Schmiede, Wagner und Zimmerleute. Letztere sind hier am Barackenbauen. Links sieht man einen hölzernen Wasserturm als Reservoir für die Dampflokomotiven. Auch die Kohle wird von hier ausgeliefert. Die Kohlenbriketts aus der Schweiz sind aus gepresstem Kohlestaub, was billiger ist als echte Kohle. An Ort und Stelle angekommen, wird per Flugpost verladen. Kohlenhungrig ist die D-Mark U32, ein Bagger, der mit 3 bis 4 Mann besetzt ist. Einer fährt und baggert, einer heizt, ein weiterer schmiert, und zwar während des Baggerns. Das macht den Tieflöffelbagger extrem teuer, aber seine Arbeitsleistung ist unerreicht. Sehen Sie selbst, was in seinem Schöpflöffel alles Platz hat. 1,5 Kubikmeter. Man hat den Bagger-Superstar meist in der Flussmitte eingesetzt, denn dort muss es am schnellsten gehen, wegen des Wasserstands. Ist alles in Ordnung, Chef?
Mit dem herausgebaggerten Kies sollen sogleich die Dämme erhöht werden. Als Vorbereitung dazu wird Humus abgetragen, auch diese Prozedur mit etwas anderen Mitteln als heute. Die ausgestochenen Rasenziegel werden auf eine Flachlorre geladen, die sie zu den regelmäßig an der Baustrecke verteilten Mieten bringt. Apropos Rasen, das sind die Rasenmäher, unbezahlte und genügsame Fachkräfte, denen allerdings auch einmal eine Ruhepause zusteht. Die Dampflok mit dem italienischen Namen Reno bringt Kies und Arbeiter zur Baustelle. Ein Wort zu den Brücken. Zwischen 1911 und 1914 sind drei ähnliche Stahlfachwerkbrücken gebaut worden. Zwischen Lustenau-Wiednau, sodann in Diepoldsau die Trambrücke, heute durch eine moderne Schrägseilbrücke ersetzt, und weiter südlich noch die Riedbrücke, hier im Bild und noch original. Das Entladen der Kastenkipper ist Knochenarbeit. Der Kasten kann nicht einfach nur gestürzt werden, sondern muss auch mit einem Fanghakenseil gesichert werden, damit er nicht mitsamt der Fracht den Damm hinunterkollert. Eigentlich muss das ganze Fahrgestell, nicht nur der Kasten, abgesichert werden. Unten an der Schiene wird ein Haken eingehängt, damit der Wagen den Halt nicht verliert und aus dem Gleis fällt. Eine Ladung nach der anderen wird den Damm hinuntergeschüttet, um ihn zu erhöhen und zu verstärken. Die Arbeiter verteilen das Material bis auf die Höhe der Schalbretter. Menschliche Arbeitskraft ist offenbar am billigsten, es hätte auch schon Maschinen gegeben. Gegen Mittag wird man langsam hungrig. Es dampft in der Küche im Werkhof. Eine Suppe mit Gemüse und Fleisch wird vorbereitet und in große Milchkannen gefüllt. Die Arbeiter kommen aber nicht in die Kantine, sondern das Essen wird auf einen Küchenwagen geladen und zur Baustelle gefahren. Einige Baufirmen hatten zeitweise den Versuch unternommen, selbst Kantinen anzubieten. Als deren Preise als zu hoch angesehen wurden, stellte die IRR um auf eine eigene interne Barackenkantine zu günstigeren Konditionen. Na dann, guten Appetit, meine Herren! Nach dem Essen ein Pfeifchen, das soll vor allem von Appenzeller-Arbeitern geschätzt worden sein. Währenddessen sind die Essenskannen auf dem Weg zur nächsten Baustelle. Wir sind auf der rechtsrheinischen Seite, auf beiden wird parallel gearbeitet. Zufällig sind zwei baugleiche, 1910 und 12 gelieferte Junglokomotiven im Einsatz. Wer geistert denn hier noch durch die Gegend? Man sieht eindrücklich, wie viel Geschiebe in den 13 Jahren seit Eröffnung des Durchstichs angelandet wurde. Überschüssiges Kies,
das nicht am Damm verbaut werden konnte, musste gegen Entgelt abtransportiert werden. Erst ab den 1950er Jahren entdeckte die Bauwirtschaft den Wert des grauen Goldes. Es raucht und dampft. Diese Bilder vermitteln wirklich den Eindruck einer Großbaustelle. Der Höchststand an Dampflokomotiven liegt bei etwa 20. Das Wasserfassen der Lok ist hier leider nur unscharf zu sehen. Die Ohrenstein- und Koppeldampflok hatte 70 PS, pro Stunde wurden 4 Züge gefüllt. Für die Kiestransporte von den Baggerstellen zu den Dammbaustellen werden gegen 20 Kilometer Gleis der Spurweite 750 mm in Betrieb genommen. Der alte Lustenauer Bahnhof ist die Umladestelle zwischen Dienstbahn und ÖBB. Ein kleiner Gleisabschnitt wird verlegt für die Durchfahrt eines Dieselbaggers. Der Bagger darf nicht über die Schienen fahren, sonst werden sie platt und die Lok entgleist. Jetzt lassen wir den Tag aber ausklingen. Die Arbeiter werden zurück zu ihrer Unterkunft gebracht. Der unbekannte Kameramann von damals begleitet nun einen Sondertransport. Ganz und gar nicht unbekannt ist der noble Herr, dem die Arbeiter zulaufen wie die Küken der Glucke. Was wollen sie von ihm? Sie werden es erraten, Geld. Es ist Zahltag und das E-Banking war noch nicht erfunden. Die rollende Bank kommt zu den Empfängern. Sie wird von erwartungsvollen Gesichtern freudig empfangen. Ein Zwischenwaggon schützt den großen Chef im Salonwagen, der sogar Vorhänge hat, vor Funkenflug und Ruß. Es ist der Schweizer Rheinbauleiter Karl Böhi, der sein Amt von 1908 bis 1938 ausübte. Jetzt scheint allerdings ein kleines Problem aufzutauchen. Ein Arbeiter ist offensichtlich nicht im Personalbuch, es lässt sich auch keine Lohntüte für ihn finden. Wie das Malheur behoben wurde, ist uns nicht bekannt. Die Geldzustellung wird fortgesetzt, sie dauert den ganzen Tag. Böhi und sein Gefolge überqueren den Fluss mit einem Boot, das von einem Übersetzungsseil auf Kurs gehalten wird. Auf der gegenüberliegenden Seite ist immer noch Diepoldsau, dessen Gemeindefläche vom neuen Flussbett durchschnitten wurde. Nächste Station ist diese Arbeiterbaracke. Im Hintergrund die Dampflok St. Gallen, die renoviert wurde und heute noch in Diensten steht. Weiter geht's, Herr Böhi. Diesmal auf die Lok. Auch ein paar Schritte zu Fuß sind dem älteren Herrn durchaus zuzumuten. Es dürfte sich an diesem Standort um die Lokremise bei der Wiesenrainer Brücke handeln. Die Lokomotiven müssen über Nacht mit einem Ruhefeuer geheizt werden, damit sie morgens schnell einsatzbereit sind. Das Feuer darf ihnen nicht ausgehen. An dieser Stelle scheint die Arbeit fertig zu sein. Das Gleis wird abgebrochen. Wie man das macht, zeigen die folgenden beeindruckenden Szenen. Wer solche Kraftakte sieht, zweifelt nichts daran, dass diese Arbeit nicht für jedermann taugte. So beklagte sich Rheinbauleiter Böhi über die Arbeitsämter. Sie würden ihm am liebsten jeden Arbeitslosen, wenn er nur auf zwei Beinen gehen konnte, zuweisen, sogar einen notorischen Säufer, Schwerhörige,
Einäugige oder geistig Zurückgebliebene habe man ihm übermittelt. Anschließend wird planiert. Was weggenommen wurde, nämlich der Humus, kommt wieder drauf. Das Gleis, das für die Dammerhöhung immer wieder verlegt werden musste, wird für das abschließende Schütten des Humus zurechtgerückt. Damit überlassen wir die Arbeiter ihrem Werk. Das Herausbaggern schien den Verantwortlichen damals keine Dauerlösung zu sein. Der Fluss sollte sein Geschiebe doch in den Bodensee entsorgen. Um diese ursprüngliche Vorgabe wieder zu erfüllen, musste das Mittelgerinne erneut verschmälert werden, damit der Rhein an Schubkraft gewinnt. Diese Strategie führte letztlich zum Staatsvertrag von 1954 und erfüllte ihre Mission bis in unsere Zeit.